Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal zwei aktuelle Themen ansprechen. Und zwar einerseits das neue Region 5 oder R5 und andererseits das Update oder die neue Version von Ironfall Invasion, womit das Spiel auch wieder im eShop verfügbar ist. Und ich fange mit Ironfall Invasion an. Und zwar kann man es sich jetzt, wie schon gesagt, wieder im eShop herunterladen als ganz normales Spiel. Das Problem ist allerdings, dass das eine neue Version ist und wenn du das Spiel schon hast und das exploitbar ist, solltest du es dir nicht nochmal runterladen und die neue Version ist eben nicht mehr exploitbar. Das heißt, du solltest sie nicht updaten und du kannst sie halt auch nicht, du kannst jetzt nicht die neue Version herunterladen, um dann da den Exploit, also Iron Hex, mit auszuführen. Und außerdem hat Smerdoom eine Ankündigung für Region 4 angekündigt und zwar Region 5. Aber das Ganze wird dann nicht mehr nur den Regionslog umgehen der Konsole, sondern man kann dann damit auch mehr RAM am New 3DS zuweisen und ein paar andere nette Kleinigkeiten machen. Außerdem wird auch unter anderem eine Screenshot-Funktion kommen, was sicherlich auch ziemlich cool sein wird, weil man dann sowohl in echten Spielen als auch in Homebrew Screenshots machen kann, ohne dass man irgendwelche Mods oder so benutzen muss. Und es geht eben auch auf der aktuellen Firmware, genauso wie Iron Hex. Und du solltest auch zusehen, dass du deinen 3DS in der Zukunft vielleicht erstmal nicht mehr updatest, weil dabei ziemlich leicht der Home-Menu-Hex blockiert werden könnte. Jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag für Tube-Hacks. Und zwar wurde das auch gepatcht. Das heißt, du kannst YouTube nicht mehr benutzen oder Tube-Hacks nicht mehr benutzen, ohne YouTube abzudaten, womit der Exploit dann gepatcht wird. Das heißt, Tube-Hacks ist tot. Du kannst natürlich immer noch den Browser-Hacks benutzen, was allerdings etwas instabil ist. Und ansonsten gibt es auch immer noch Ninja-Hacks, Smash-Hacks und Ocarina of Time 3D Hacks. Und außerdem gibt es wahrscheinlich auch noch mehrere Exploits, die es im Hintergrund gibt. Und die sind dann wohl auch, oder die werden dann wahrscheinlich veröffentlicht, wenn alles tot ist. Und außerdem habe ich auch noch ein kleines Giveaway. Ich habe nämlich von dieser The Legend of Zelda Triforce Heroes Demo Aktion zwei extra Download-Codes bekommen. Das heißt, wenn du einen von diesen zwei Download-Codes haben möchtest, dann schreib einfach in die Kommentare den Grund, warum du den haben möchtest. Und mit etwas Glück wirst du den dann bekommen. Ich werde das wahrscheinlich per Zufall auswählen. Und das Ganze läuft dann, ich sag mal, bis 18 Uhr Sonntag. Also deutsche Zeit, nächsten Sonntag, 18 Uhr. Aber das war's dann auch schon mit diesem Video, halt eben etwas kürzer. Danke fürs Zusehen. Fragen und so weiter zu allen angesprochenen Themen kannst du gerne in die Kommentare packen und dann bis zum nächsten Video.